Bei Talk in Town geht es heute um PS und Max Götz. Wir sind hier am Lausitzring und hinter uns sehen wir schon dein Traumauto. Du hast ganz schön Glück, mit so einem Teil über die Strecke heizen zu dürfen, oder? Definitiv. Man kann sich nichts Geileres vorstellen, wie mit so einem Auto über die Strecke zu fahren. Und das gleiche Auto fahren wir ja auch privat, was ziemlich cool ist, muss ich sagen. Mercedes-Benz ist da sehr, sehr gut zu uns und stellt uns auch quasi in AMG C63 zur Verfügung. Und ja, die Kombination zwischen Rennauto und Straßenauto zu fahren, ist einfach mega. Du Glückspilz. Und mit Fußball hast du auch was am Hut, nämlich Wiefler Mannschaft. Steht ja fett vorne drauf. Erzähl mal ein bisschen dazu. Genau, Wiefler Mannschaft ist ja der Slogan von Mercedes-Benz dieses Jahr. Unterstützer die Nationalelf. Jetzt in Frankreich, deswegen Wiefler Mannschaft. Das heißt ja, wir sind ja ein Team. Und das kann man aber auch kopieren ein bisschen auf unsere Mannschaft, auf unsere 8 Fahrer, die wir haben bei Mercedes-Benz und auf unser Team. Und ja, da wird es eine Kooperation geben, jetzt über die EM hinweg. Und ja, ich kann es ja schon mal vorgreifen, es werden auch der ein oder andere Spieler mal hier auftauchen, weil wir eben da schon eine Brücke schlagen wollen, eben Motorsport. Der Teamgedanke ist da doch der gleiche. Und ja, mich freut sehr, dass ich mit den Jungs da Kontakt habe und da auch das ein oder andere Ding drehen werde, sozusagen. Super cool. Du bist natürlich mit einem Hightech-Auto unterwegs, aber du bist ja eigentlich ein Naturbursche. Was heißt das? Ja, ich komme aus Bayern und ich glaube, fast alle Bayern sind Naturburschen. Natürlich, ich meine, ich komme aus einer Region, wo relativ viel Landwirtschaft ist und wo grün ist. Ich liebe auch die Natur, bin viel draußen. Ich mache auch mein Brennholz selbst. Ja. Im Winter gehe ich mit dem Hackebeil und mit der Motorsäge in den Wald und wüte da ein bisschen. Es macht super Spaß, ein bisschen abzuschalten. Und meine Freunde um mich herum, die lieben das auch. Ein Freund von mir hat auch einen Weinberg, wo ich im Sommer auch mal eine Weinlese mitmache, wo mich sehr interessiert und einfach so ein bisschen entspannen kann. Und das ist, glaube ich, so die Abwechslung, der Kontrast zwischen dem Schnelllebigen und der Ruhe zu Hause im Wald oder eben in der Natur. Das ist einfach fantastisch. Können wir dich dann auch mal in der Lederhose bewundern demnächst? Ja, ich bin dran, dass ich am Norrisring bei meinem Heimrennen das ganze Wochenende mit Lederhose rumrenne. Aber da muss ich den Uli noch ein bisschen bestechen, glaube ich, dass er es erlaubt. Aber ich denke schon, ich glaube, das wird cool aussehen oder sieht cool aus. Oben Teamshirt und unten Lederhose. Und ich bin mir sicher, das bekomme ich hin, dass ich am Norrisring eben mit Lederhose aufschlag. Das fände ich wirklich eine sehr, sehr coole Nummer. Jetzt noch eine Frage. Du bist 30, also eher so ein Youngtimer, wenn ich mal so sagen kann. Aber du sammelst Oldtimer, habe ich gehört. Stimmt, querbeet. Ich habe alles vom Porsche-Traktor bis hin zum VW Käfer, bis zum VW T1 Samba-Bus, was so der Hippie-Bus ist und der erste wirkliche VW-Bus war. Und ich habe auch noch Mercedes, ein Ford Granada von meiner Oma, erste Hand. Also ja, die Range ist da relativ weit und das macht super Spaß, an den alten Kisten zu schrauben. Mein Bruder ist Mechaniker und er hilft mir da immer sehr, weil ich habe zwei linke Hände in dem Bereich. Ich kann nur fahren und deswegen, ich bewege die Autos, mein Bruder schraubt. Und das ist auch so ein Hobby von mir, einfach am Wochenende mal so eine Ausfahrt zu machen, auch Oldtimer-Rallys mitzufahren. Das ist schon ganz cool. Sehr, sehr schönes Hobby. Du bist Brillenträger. Ich habe zu Hause 2 Brillen, vielleicht 2,5. Eine ist aber kaputt. Ich habe das Gefühl, du hast bei jedem Rennen eine andere Brille auf. Täuscht das oder ist das wirklich so? Dein Gefühl ist da absolut richtig. Ich habe einige Brillen. Ich mag das. Ich bin im Brillengesicht. Seitdem ich 3 Jahre alt bin, habe ich eine Brille auf. Ich bin ohne Brille einfach nur blind. Ja. Wenn die mal verloren geht, habe ich echt ein Problem. Ich habe das so angefangen vor ein paar Jahren, Brillen zu sammeln auch. Ich habe, keine Ahnung, 30, 40 Brillen zu Hause und 20, die ich aktuell trage. Und ich finde es ganz cool, so ein bisschen zu spielen einfach. Ich bin auch so ein bisschen im Brillengesicht, muss ich ehrlich sagen. Und da ein bisschen zu spielen mit, macht es auch für die Fans, für die Leute ganz, ganz nett, weil man doch jedes Mal so ein bisschen anders aussieht. Aber heißt das wirklich, du bist ein kleiner Maulwurf? Also morgens, wenn du aufwachst, ist erstmal dieser hier. Wo ist die Brille? Wie blind bist du denn? Also so schlimm ist es nicht. Ganz so schlimm ist es nicht, nein. Aber ich glaube, ohne Brille eine Runde hier in der DTM zu fahren, würde nicht hinhauen. Deswegen, ich ziehe immer die Brille schön nach, dass die Gläser drin bleiben. Weil wenn ich wirklich mal ein Glas verlieren sollte, wäre es schlecht. Ich habe 3,5 plus auf dem einen Glas und auf dem anderen 1,5 plus. Also relativ blind. Aber ich glaube, da gibt es noch Schlimmere. Auf jeden Fall. Na dann, wir drücken die Daumen hier für den Lausitzring. Ganz viel Spaß und danke fürs Interview und wir sehen uns dann in der Lederhose. Ja, auf jeden Fall im Norrisring. Genau. Bis dann. Danke, macht's gut. Tschüss.